Konnichiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen React-Folge zu dem realen Irrsinn. Er geht uns nicht aus, wir haben noch ganz viele. Und die heutige Folge ist vorgeschlagen worden von Minato Namikaze. Dafür danke ich schon mal. Und wir schauen uns das Ganze an. Es geht um einen Imker. Ja, ich liebe ja Honig. Und mein Mann liebt mittlerweile auch Honig, habe ich festgestellt. Also er isst morgens immer ein Honigbrot. Zumindest hat er es die letzte Zeit öfters gemacht. Und bei diesem Imker ist aber was nicht ganz richtig, weil gegen den liegt ein Haftbefehl vor. Ja, es könnte jetzt natürlich auch sein, dass der entsprechende Rapper bei ihm vorbeigekommen ist und mit ihm ein Treffen gemacht hat. Aber ich glaube eher, dass das nicht ganz so der Fall ist, sondern dass da irgendwas anderes vorgefallen ist. Wir wechseln mal rüber in den Live-Bereich und schauen uns das Ganze zusammen an, was es damit auf sich hat. Und hier sehen wir schon, heute ist der Start etwas kürzer, weil der Fall ist schon im Kopf drin. Und wir gehen einfach mal rein in den in die Folge. Zwischen diesen hübschen Blumen bei Neuwied ist das Leben süß. Denn Bienen sind zwar vom Aussterben bedroht, aber hier summen sie noch fleißig. So, jetzt habe ich etwas zu kurz gemacht. Ja, Bienen. Bienen sind ja wirklich durch viele, viele Einflüsse vom Aussterben bedroht. Kleiner Funfact am Rande, stirbt die Biene aus, war's das, weil dann haben wir ein Problem. Ja, weil ohne Bienen gibt es keine Pflanzen. Gut, ich fand das vorhergehende Panorama so von Neuwied richtig schön. Richtig schöne Natur. Ich glaube, da haben die Bienen richtig toll, so tolle Umgebung. Und das ist der König, der größte Imker im Landkreis, Erwin Golz. Oh. Ich war 13 Jahre Völker. Alt, habe ich schon 6 eigene Völker gehabt. Sechs eigene Völker, das seht ihr daran, diese Kisten, das ist jeweils immer ein Volk, was da drin ist. Und genau, so ist, er hat jetzt hier aber noch 5, das heißt, er hat 1 verloren. Oder das ist, da hinten ist das 6, kann ich sagen. Weil die beiden sind, glaube ich, eher leer, ich bin mir aber nicht sicher. Mein Opa ist Imker gewesen, mein Papa. Ich habe früher kein Taschengeld bekommen, wie heute die Kinder. Und vom Honig habe ich Taschengeld gehabt und dürfte mit Mädchen ins Kino gehen. Und neben seinen Bienenstöcken mit 70 Völkern hat Erwin Golz für 90.000 Euro ein Imkerhaus gebaut. Ah, also, es sind jetzt mittlerweile 17 Völker, deswegen, also gut, okay, dann sind die Kisten doch alle voll. Aber man sieht, manche Völker sind größer, manche Völker sind kleiner. Als kleiner Hinweis, für jedes Volk braucht man eine Bienenkönigin. Ich habe, wie gesagt, auch eine Freundin, die Bekannte, die Honig selbst seit ein paar Jahren macht. Und ja, genau. Und hier kleiner Funfact von unserem Kistenkater. Pflanzen wird es da geben, aber die müssen per Hand bestäubt werden, wie in China. Ja, das mag sein, aber wenn sich... wir kennen die Mentalität, die teilweise hier gerade bei den jungen Leuten herrscht. Wir hatten es gerade die letzte, erinnere dich, als wir im Bus waren. Erstens mal wissen die Leute heute gar nicht mehr, für was Bienen da sind. Und glaubst du allen Ernstes, die, wo da die Biene töten wollten. Von mir immer noch ein Daumen hoch für die Dame, die sich da so wortstark für die Biene eingesetzt hat, beziehungsweise für die Wespe. Glaubst du allen Ernstes, dass die Kiddies, die da auf die Biene oder die Wespe losgegangen sind, sich hinstellen und mit einem Tupfer die Pflanzen bestäuben? Die Menschheit wird in diesem Fall definitiv aussterben. Und also lassen wir das. Ich sehe dann schwarz, wenn die Bienen irgendwann mal nicht mehr sind. Obwohl, oder eher braun, weil die Erde aussterben wird. Also zumindest solange der Mensch noch da ist. Weil wir wissen ja, wenn der Mensch mal nicht mehr da ist, erholt sich die Erde ganz schnell von dem, was der Mensch ihr angetan hat. Darin arbeitet er, schleudert den Honig und erzählt Schulklassen von seinen Tieren. Doch an Erwin Golds Händen klebt nicht nur Honig, sondern auch Sünde. Denn die Stadtverwaltung hat aufgedeckt, dieses Imkerhaus ist kriminell. Wie kann ein Imkerhaus kriminell sein? Garantiert hat er vergessen, eine Baugenehmigung zu beantragen. Oder so. Aber das ist wieder mal. Nein, lassen wir das. So hat es nunmehr mehr und mehr den Anschein eines Wohngebäudes.
Und das ist eben nun mal nicht genehmigungsfähig. Oh ja, ganz eindeutig. Das ist kein Imkerhaus, das ist eine illegale, luxuriöse Wohnimmobilie. Oh Mann, da hat mal wieder einer beim Bauamt keine Arbeit gehabt und sich irgendwas gesucht, um irgendwo sich zu profilieren, weil er befördert werden will. Oh Mann, nee, bitte nicht. Lass das, nein. Sie steht schließlich einen Meter zu nah am Wegesrand. Ach, das ist... Moment, weil ein Haus zu nah am Weg steht, deswegen ist es kein Arbeitshaus, sondern eine Wohnimmobilie? Kennt sich jemand mit dem Baurecht aus? Gibt es dieses Gesetz wirklich? Oder diese Verordnung? Die wäre ja bescheuert. Und besonders verrucht das sehr, sehr hohe Dach. Und da, gruselig, die Fenster, die sind 10 Zentimeter zu groß. Oh Gott, nein, nicht wirklich. Zurückbauen darf Erwin Gold sein Imkerhaus natürlich nicht. Doch zum Glück zeigt die Stadtverwaltung Herz und lässt die bedrohten Tiere selbstverständlich nicht im Bienenstich. Das ist gut. Sie hätten sie auch zwangsräumen können. So mit Zwangsräumungsbefehl aller Biene bitte sofort raus. Hier. Wir müssen irgendwann den Bagger losschicken und... dann müssen wir es abreißen. Moment, ich denke, Sie wollten ihm helfen. Abreißen ist doch... Ist es nicht einfacher? Ihr macht einen Stempel drauf und sagt, es steht schon, es wird Arbeit benutzt. Er unterrichtet da auch... Er unterrichtet was wichtig ist. Er hilft Klassen zu verstehen, wie die Natur funktioniert. Ist das nicht wichtiger als so ein scheiß Bauantrag? Oder... ich glaube nicht, dass er da wohnt. Und selbst wenn er da wohnt, ist das doch seine Sache. Lasst es doch einfach sein. Wir müssen irgendwo auch dem Rechtsstaat in dem Augenblick Genüge tun. Ja, so ist das. Oder ihr beugt den Rechtsstaat immer nur da, wo ihr ihn braucht und da, wo andere ihn nicht brauchen. Wofür andere was wichtig wäre, da lasst ihr euch durchhängen. Ihr habt sie doch echt nicht mehr alle, wirklich. Ja, es gibt keine spezifische Regelung, die besagt, dass ein Haus zu nah an einem Weg liegt. Kein Arbeitshaus sein darf. Die Bestimmung für die Nutzung von Gebäuden variiert je nach Land und Region und öffentlich-deutsche Vorschrift. Ah, hat unser Kistenkater gerade mal nachrecherchiert. Hey, Dankeschön, Kistenkater. Habe ich mir schon so gedacht. Also das ist wie mit anderen Dingen, wo es Vereinheitlichung im Sinne besser wäre. Wir sehen das jetzt hier beispielsweise bei der IHK. Die IHK Frankfurt möchte zum Beispiel, dass man als Umschüler 2 Monate nach Start seiner Umschulung einen Praktikumsplatz hat. Den meisten anderen IHKs ist es so, dass es reicht, wenn man den so 2-3 Monate vor seinem Praktikumsstart hat. Und andere IHKs sagen, ihr müsst nur irgendwann einmal ein Praktikum gemacht haben. Also zeitlich gesehen natürlich in der richtigen Länge. Und uns ist egal, wann ihr den Praktikumsvertrag habt. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, dass wenn man natürlich eine Umschulung startet, hat nach 15 Monaten das Praktikum und muss 2 Monate, also mindestens 13 Monate vor dem Start, den Praktikumsplatz haben. Die meisten Betriebe sagen, nö, soweit planen wir gar nicht voraus. Ja, und dann ist es noch so, dass viele Praktikumsbetriebe gar nicht wissen, dass es Umschüler gibt, die umsonst für sie arbeiten würden. So. Ja. Also Vorschriften. Vorschriften können gemacht werden, wie sie wollen, sage ich ja immer wieder. Und meistens so, dass sie für den... Punkt, weil morgens der Kaffee nicht heiß genug war, passt, wird sie so verwendet und beim nächsten ist sie dann wieder ganz anders. Das nun mal 15.000 Euro Abrisskosten bezahlen natürlich Sie, Herr Golz. Mit Summen kennen Sie sich ja aus. Ach so, Sie wollen nicht bezahlen? Nicht schlimm. Vom Amtsgericht wurde Haftbefehl erteilt, mich als Imker festzunehmen und in Knast. Ja, sieht man mal, das ist auch wieder so eine Milchmädchenrechnung. Man soll für etwas eine Strafe bezahlen. So, die bezahlt man nicht, dann wird man verhaftet und geht in Knast. Kriegt pro Tag eine gewisse Summe abgezogen, ja. Und die Kosten, die dadurch entstehen, dass man diese Summe abgezogen kriegt, die meistens sehr klein ist, ja, also jeweils ein Tagessatz wird dann abgezogen, ist höher als der Tagessatz.
Also man verursacht mehr Kosten, als daraus Nutzen entsteht. So, und er hat prüft, ja, also Moment, ich muss erst mal gerade kurz meine Karte. Also so, als Behörde müsste die Behörde erst einmal nachweisen, dass das, was sie ihm da zur Last legt, nämlich, dass er das als Wohnhaus benutzt, auch der Tatsache entspricht. Weist das nach und dann, okay, aber nicht auf diese Art. So geht das nicht. Definitiv nicht. Das ist Willkür. Einfach Willkür. Tja, die fleißigen Bienchen in der Behörde müssen irgendwo auch dem Rechtsstaat in dem Augenblick Genüge tun. Schieb dir da in diesem Fall, lieber Bürgermeister, deinen Rechtsstaat an einen Ort, wo die Sonne nicht hinscheint. Weil das ist unsinnig. Du bist der Chef in dieser Behörde. Wenn du sagst, das ist für mich in Ordnung, lass das so, dann lasst das doch einfach so. Fertig. Ach, Herr Golz, nicht traurig sein. Summa summarum kann einen sowas ja auch mal richtig anstacheln. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Also meine ganze Existenz geht kaputt. Und ich stehe im Prinzip auf die Straße. Liebe Leute von der Stadtverwaltung, vielleicht lassen Sie sich die Sache mit den Bienchen und Blümchen lieber nochmal erklären. Ja, das würde ich auch sagen. Das sollten Sie sich nochmal erklären lassen. Es ist schön, wenn ihr das macht, sagt mir bitte Bescheid. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, was passiert mit Bienchen und Blümchen, aber ich weiß nicht immer, was das mit der Vermehrung des Menschen zu tun haben soll. Aber gut, okay, lassen wir das. Aber es wäre schön, wenn Sie das nochmal lernen, damit Sie wissen, was Sie da für Unsinn anrichten, wenn Sie 17 Bienenvölker einfach mal, auf gut Deutsch gesagt, ausrotten, weil sie zu dämlich sind, nachzudenken. Aber ich sag's ja immer wieder, Politiker tragen meistens Schlips, zumindest die Herren. Und irgendwo ist hier die Idee verhoche, deswegen kriegen sie keine Luft mehr im Gehirn. So, okay. Aber Dankeschön, Minato, für den Vorschlag dieser Folge. War wieder sehr schön. Ich konnte mich wieder wunderbar aufregen. Und ja, genau. Muss ich sagen, Kistenkeller schrie, das lese ich gerade, das eine Bild, was ich wohl gestoppt habe, wo man die eine einzige Biene relativ klar gesehen hat und der Rest geblurrt war, war sehr gut. Fand ich auch, habe ich gut gestoppt. Manchmal kriege ich das hin. Das ist schön. Beim letzten Thumbnail für mein Video auf YouTube habe ich das leider nicht hinbekommen. Da habe ich falsch abgelichtet. Passiert auch mal, dass ihr den Kistenkater, der holt was aus dem Schrank. Wenn euch das Ganze mit mir und meinem Aufregen so schön auch gefallen hat, da wird es jetzt eingeblendet, da könnt ihr mir was hinterlassen, nämlich ein Like, ein Abo und und eine Glocke. Ich habe das Like gerade gegeben, das Abo habe ich auch, natürlich bei den Kollegen von Extra 3, das mache ich auch immer. Man muss sich ja gegenseitig unterstützen, gell? Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob oder Vorschläge habt, unten in die Kommentare damit, da könnt ihr auch reinschreiben, wenn ihr Fragen für den 23. habt, an mich, ja, was da ist, ja, da ist ein Jubiläum. Und wenn ihr dabei sein wollt, seid dabei. Bis dahin sagt euch auf jeden Fall für heute und diese Folge tschüss, eure Josie.